herzliches Arr an alle Piraten da draußen. Kinder, wie die Zeit vergeht. Schon die 6. Folge. Wir sitzen hier, um über, wie gesagt, die 6. Folge der 4. Staffel Game of Thrones zu reden. The Laws of Gods and Men. Da sind wir. Nach den letzten beiden Folgen, die fanden wir ja so okay, aber nicht wirklich großartig. Ja, die letzte fand ich gut. Ja, so gut, aber jetzt nichts, was, glaube ich, mein absolutes Highlight in der Retrospektive sein wird. Und ich muss sagen, um das direkt mal vorwegzunehmen, diese Folge hat mir wieder richtig gut gefallen. Die fand ich ziemlich geil. Also so gefühlt war die auch irgendwie, weiß ich, 5 Minuten länger als alle anderen. Also zumindest kam sie mir sehr lang vor, aber in so einem positiven Sinne. Also echt wie so ein kleiner Minispielfilm. Und als dann das unweigerliche Ende kam, man weiß ja immer so 10 Sekunden vorher, so, oh Gott, jetzt ist es gleich schwarz, und genau in dem Moment kam es dann auch, war ich weitaus trauriger als in den letzten paar Wochen. Also von mir aus hätte die doppelt so lang gehen können. Fand ich geil. Ja, es ging mir auch so, es war eine sehr schöne Episode, die wirklich zu früh zu Ende war. Ja, wie so oft. Und Game of Thrones könnte offensichtlich auch eine gute Gerichtssendung werden. Ich würde sie gucken. Ja, Law and Order Westeros. Eine neue Sendung für Westeros. Auch das schreiben wir uns mal auf, ja, natürlich. Richter Tywin Lannister. Nach Alexander Holt jetzt Tywin Lannister. Ich sehe schon den Vorspann, wie er sich so dynamisch umdreht in die Kamera. Klopf, klopf. Aber okay, wollen wir nicht weiter albern, reden wir mal über The Laws of Gods and Men. So hieß sie, ne? Mhm. Genau. Also was mir sofort sehr positiv in den Sinn springt, wenn ich anfange drüber zu reden, ist, dass wir schon im Vorspann gesehen haben, dass wir endlich mal nach Braavos gucken. Ich habe, glaube ich, letzte Woche oder vorletzte gesagt, ich glaube letzte, dass ich gerne mal langsam die Iron Bank sehen würde und auch Braavos. Das war irgendwie so eine Begrifflichkeit, die so immer rumflog, und ich konnte mir darunter nie so richtig was vorstellen. Ich hatte also keinen richtigen Look vor Augen. Und dass wir jetzt im Vorspann gesehen haben, dass wir mal Braavos besuchen würden mit dieser geilen Steinstatue wie der Koloss von Rhodos, die da an dieser Meerenge da steht, fand ich schon ziemlich geil. Also habe ich mich direkt beim Vorspann, dachte ich schon, ja, das wäre eine gute Folge. Habe ich mich gefreut. Ja, hat mir auch gefallen. Ich war ein ganz kleines bisschen enttäuscht vom CGI in dem Moment. Ich weiß, dass das unfair ist, weil es immer noch eine TV-Serie ist. Aber ich habe das, du hast es häufiger, dass du sagst, CGI. Also auch in Spielfilmen. Also so sage ich es nicht. Nee. CGI. Nee, aber dass dir auffällt, dass CGI war und du meinst, dass dich das rausreißt. Ja. Mir fällt es seltener auf. Mir kann man CGI sehr oft als Realität verkaufen, weil ich einfach nicht drüber nachdenke. In dem Fall, also natürlich nicht im Vorspann, sondern dann, als sie real unter dieser Statue durchfahren und die Kamera hochfährt, dachte ich, irgendwas passt da gerade größenverhältnismäßig nicht. Ich weiß auch nicht, warum es mir so aufgefallen ist, hat mich kurz ein bisschen rausgeworfen. Ich musste nämlich an Lost denken, und ich denke selten an Lost mit liebevollen Gefühlen, aber die Statue sah besser aus. Echter. In Lost? Fand ich schon. Naja, okay, ich muss zugeben, diese Assoziation mit Lost habe ich auch kurz gehabt, als wir diese Statue gesehen haben. Und ich gebe dir recht, also natürlich war das jetzt so ein Shot, wo die da quasi nach Braavos reinsegeln. Das ist offensichtlich CGI. Ich muss aber, also vielleicht bin ich da auch ein bisschen voreingenommen, Game of Thrones sehe ich das noch eher nach, weil, wie du schon selbst gesagt hast, am Ende des Tages ist es halt doch nur eine Episode aus einer Serie, die natürlich sehr teuer ist und hohen Production Value hat, aber trotzdem können die natürlich jetzt nicht mit so 200 Millionen Dollar Blockbuster-Film konkurrieren. Deswegen sehe ich das so einer Serie ein bisschen nach. Also stimmt, es sah vielleicht so ein bisschen, wie CGI in Serien immer aussieht, ein bisschen zu clean und zu sauber, und es sieht nicht wirklich plastisch aus, aber ja, ich weiß nicht, also dieses, allein das Gefühl, endlich mal, oder das erste Mal seit so vielen Wochen und Monaten eine komplett neue Location zu sehen, die ich als Game of Thrones Fan, wo ich mich einfach darauf gefreut habe, das hat der ganzen Sache so ein bisschen Schärfe genommen, muss ich sagen. Und ich fand dieses Bild cool, dass da so eine riesige Steinstatue steht, die offenbar auch ein zerbrochenes Schwert in der Hand hält, wenn ich das richtig gesehen habe. Und ich weiß es wirklich nicht, aber da, also da freue ich mich jetzt schon drauf, auf die ganze Geschichte dahinter. Also warum diese Statue ein zerbrochenes Schwert hat und nicht, wie man es denken würde, eine reiche Stadt wie Braavos mit der Iron Bank, die müsste sich doch eigentlich leisten können, irgendwie das Schwert reparieren zu lassen, dieses 20 Meter lange Schwert. Aber warum sie sich entschieden haben, das trotzdem zerbrochen zu lassen, was die Geschichte dahinter ist. Also ich freue mich einfach drauf, das alles zu erfahren. Deswegen war das schon mal ein guter, gelungener Einstieg für mich. Ich fand das sehr sympathisch. Es war ja dann auch eine sehr schöne Szene. Also ja. in der Iron Bank, die klar gemacht hat, wie wichtig und wie schwierig oft so ein Gespräch mit deinem Anlageberater sein kann. Ja, absolut. Und ich glaube, viele Serienfans haben sich gefreut, Mark Gatiss zu sehen. Das war der Typ, der da in der Mitte saß. Ist es der Bruder von Sherlock Holmes? Ja, es ist Mycroft Holmes. Aha, also doch. Mark Gatiss.
Genau. Ja, ich war mir nicht ganz sicher, dass wir die erste Staffel von Sherlock Holmes gesehen haben, ist ja nun auch ein bisschen her. Von der zweiten habe ich auch nur den ersten Fall gesehen. Ich muss also noch einiges aufholen, ich weiß, ich weiß. Deswegen war ich mir nicht ganz sicher, ob ich den wirklich wiedererkannt habe. Aber er war es. Ja, cool. Ja. Und weil du gerade sagst, so ein Gespräch wie mit dem Anlageberater. Also ich fand, zum einen haben sie die Atmosphäre der Iron Bank sehr gut hingekriegt. Also das so ungefähr habe ich es mir vorgestellt, wenn ich hätte gezwungen werden müssen, mir irgendwie eine Vorstellung aus den Fingern zu saugen. Sehr beeindruckend, protzig, nicht komplett abweisend, aber schon irgendwie sehr kühl und sehr, also nicht sehr einladend, nicht sehr warmherzig. Da geht's wirklich um Nummern und um Zahlen und um arme Leute, die diese Nummern nicht mehr werden begleichen können. Und also den Look haben sie ziemlich gut hingekriegt. Also ich glaube, so ungefähr sah eine Sparkasse vor 3000 Jahren aus oder so. Also das hat schon gepasst. Ja, und überzeugend war natürlich das Argument, warum es besser ist, auf Stannis zu setzen, beim Thema Geld zurück, ja, als auf die Lannisters. Das war eine sehr schöne Rede von meinem lieben Zwiebelritter. Ja, genau. Also erstens seine kurzen Finger, die er da mal rausgeholt hat. Und das macht er aber auch gern. Ja, aber es bringt natürlich auch immer Aufmerksamkeit direkt. Ja, ich habe da auch nichts gegen, aber also in der Szene ist mir echt aufgefallen, dass wir das schon sehr, sehr oft gesehen haben, dass er Hans und Franz seine abgehackten Finger präsentiert. Man könnte fast denken, er ist da so ein bisschen stolz drauf. Also er zeigt es schon sehr, sehr gerne vor. Er hatte auf jeden Fall eine Menge gute Argumente gegen die Lannisters und wir wissen ja spätestens seit der letzten Episode und der Information über die stillgelegten Minen der Lannisters, dass er da einen Punkt hat. Wenn er sagt, wollt ihr nicht lieber auf jemand anderen setzen, der offensichtlich eine bessere Geschichte im Zurückzahlen hat. Ja, und also ich fand's schön, dass wir jetzt mal das Alter von Tywin erfahren haben, 67. Also das fand ich auch sehr angenehm, dass sie sich da jetzt nicht so ganz schlecht um die Antwort so rumgewuselt haben, so ja, er ist irgendwie in seinem Lebensherbst oder so. Nee, das wirklich heißt so, der ist 67 Jahre. Ich finde das irgendwie, das macht es sympathisch angreifbar, dass wir jetzt mal wissen, wie alt er wirklich ist. Und ein weiteres Mal, also ich bin ja immer noch so ein kleiner Stannis-Fan. Ich finde den immer noch faszinierend. Er ist auf gar keinen Fall sympathisch. Er ist jetzt nicht der gut gelaunte Sympathieträger, aber durch diese Kantigkeit, ich sehe den ganz gern. Und er hat ja nun mal auch das Geburtsrecht auf den Thron. Aber es war auch wieder, das hat wieder so viel über ihn ausgesagt, dass er sich offenbar überhaupt keine weiteren Gedanken drüber gemacht hat, was jetzt eigentlich seine Argumente sind, außer, dass er sich irgendwie einfach hinfläzt und sagt, ja, aber ich bin eigentlich der rechtmäßige König. Also er wird dann gefragt, so, ja, wie sind denn deine Truppenstärken? Wie viele Schiffe hast du? Kannst du deine Männer alle ernähren? Und er muss immer sagen, nö, nicht viel und nein. Also eigentlich spricht alles gegen mich. Und dann muss eben der Zwiebelritter einspringen und ein paar Argumente bringen, weil er sich da offenbar überhaupt keine Gedanken gemacht hat, was vielleicht als Argumente als herhalten könnte. Ich mag aber wahnsinnig gerne, wie der Schauspieler Stannis in den Momenten spielt. Weil ich bin mir sicher, könnte man in seinen Mund zum Beispiel gucken, kaut er gerade auf seinen Backen rum vor Wut und lässt seine Fingerknöchel knacken im Schoß. Ja. Weil er kurz davor ist, einfach wütend rauszurennen und er sich mit aller Macht beherrschen muss. Und ich finde, das bringt der Schauspieler sehr subtil und angenehm rüber. Ja, aber da zeigt sich, dass, also wenn dem so sein sollte und so wirkt es, dann ist ja wirklich, dass er vielleicht Anrecht hat, König zu sein, aber dass er von Diplomatie mal überhaupt gar keine Ahnung hat. Ich meine, er kommt ja da de facto als Bittsteller an und meint sich da überhaupt gar nicht großartig drauf vorbereiten zu müssen. Und also wenn er nicht seinen engen Vertrauten an der Seite gehabt hätte, dann sähe das wahrscheinlich alles ganz anders aus. The personality of a lobster. Ja, genau. Das trifft es schon ganz gut. Und es waren natürlich wieder dicke Sympathiepunkte für den Zwiebelritter, ja. Sir Davos. Ja. Ich glaube, den sieht jeder gerne. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendjemand gibt, der Sir Davos nicht mag. Also er ist ja auch fast der dem am nächsten kommt von einem wirklich guten Charakter. Also wenn wir von Tyrion absehen, aber da stört's mich ja, dass sie ihn im Vergleich zu den Büchern so weiß gewaschen haben. Ich meine, klar, Sir Davos ist ein Pirat, aber trotzdem, also die Loyalität, mit der er seinen Herrn dient, ist, also egal, ob man jetzt Stannis mag oder nicht, ich finde, vor dieser Loyalität muss man schon irgendwie den Hut ziehen. Ja. Und er ist ein sehr ehrlicher und grundsympathischer Typ, finde ich. Das ist auch, und deswegen, und dann hat er auch noch diese Leserechtschreibschwäche. Ich meine, wer kann da wieder stehen? Das macht ihn auch noch sympathisch. Ja. Und er hat einen schönen Bart. Aber ich meine, diese Loyalität, das ist dann vielleicht aber auch möglicherweise seine große charakterliche Schwäche. Beziehungsweise möglicherweise denkt man sich hier und da, dass jemand wie Stannis so einen loyalen Freund und Berater wie Sir Davos gar nicht verdient hat.
der ihn ja sehr, sehr oft sehr ungerecht behandelt hat und sogar einsperren ließ. Bin dankbar für deine Umformulierung, weil du als Stark-Fan kannst ja wohl schlecht sagen, dass Loyalität eine charakterliche Schwäche ist. Okay, das war vielleicht nicht klug formuliert. Ich will damit eher sagen, er ist nicht clever. Er ist sehr treu und sehr, er sieht sich als sehr anständigen Menschen und es ist vielleicht auch, aber er ist nicht clever im Sinne von gerissen. Ja, aber ich meine, es war schon ziemlich gerissen, die Iron Bank überhaupt anzuschreiben. Das war ja seine Idee. Das war smart, ja. Und ich glaube, er hat schon, also er ist vielleicht nicht immer smart im Sinne von, er tut das, was ihm am besten tun würde. Genau. Wie zum Beispiel mal die Klappe halten, wenn Stannis gerade was nicht hören möchte. Aber also eine gewisse Schleue würde ich ihm schon auf jeden Fall unterstellen. Also besonders so Street Smartness. Bauernschleue vielleicht, ja. Ja, sonst hätte er seinen Job gar nicht so lange machen können. Und auch mehr als Bauernschleue. Ich glaube nicht, dass Sir Davos ein nicht besonders schlauer Typ ist. Nein, nicht schlau im Sinne von intelligenzmäßig schlau, sondern schlau im Sinne von, wie komme ich heil aus der Nummer raus. Ich meine, der ist ja quasi dem Tod jetzt gerade so von der Schippe gesprungen, weil Stannis durch die Einflüsterung von Melisandre war ja ganz kurz davor, ihn offiziell hinrichten zu lassen wegen seiner Frevelei. Und so wurde er dann nur in den Kerker gesperrt. Und trotzdem, fast so ein bisschen wie so ein treudober Hund, kommt er immer wieder angetrottet und versucht für seinen Herrn und Meister das Beste aus der Situation zu machen. Also es ist ein wertvoller, guter Freund, auf den man sich verlassen kann, aber er denkt, glaube ich, nicht so wahnsinnig oft an sein eigenes Wohlergehen. Und vielleicht, möglicherweise wird ihm das irgendwann zum Verhängnis. Apropos heil aus der Nummer rauskommen, das tut ehemals Theon, jetzt Reek, nicht. Nee. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Ja. Yara versucht ihn ja zu retten. Yara, bei der ich mir immer sehr schwer tue, mich an ihren Seriennamen zu gewöhnen. Yara, ja. Asche. Die reden über die Serie, da heißt sie Yara. So. Ja. Völlig unnötige Namensänderung. Egal, sie versucht auf jeden Fall, ihren kleinen Bruder zu befreien. Und ich fand, das war schon eine gute Motivationsrede, die sie ihren Männern gehalten hat, weil sie nicht an ihre Gefühle für Theon appelliert hat, sondern ihnen klar gemacht hat, dass es eine Beleidigung von ihrem Stolz ist, also den Ironborn-Typen. Ja, genau. Und dass sie ihn deswegen befreien müssen und nicht, weil sie Theon so vermissen und ihn wiederhaben wollen. Ja, überhaupt. Also natürlich war das eine feurige Rede, die hat auch funktioniert. Aber wie jetzt auf einmal groß zu den Schwertern gerufen wird, nachdem Theon ja dermaßen abgekanzelt wurde von seinem Vater und von seiner Schwester. Also dass sie jetzt auf einmal so tun, als wäre das ein großes Ding der Ehre, dass man Theon da quasi nicht weiter in Gefangenschaft lassen kann, finde ich auch so ein bisschen so sein Fähnchen in den Wind gehängt. Na, ich sehe das. Also wie deutlich kannst du denn jemanden verstoßen und ihm zeigen, dass er eigentlich nichts wert ist? Dir ist schon klar, dass er einfach sich nicht an seinen Auftrag gehalten hat, ne? Der hat eine ganz andere Aufgabe. Ja, ich weiß, dass er eine andere Aufgabe hat, aber ich meine, also so wie er im Vorfeld behandelt wurde, finde ich das jetzt ein bisschen fadenscheinig, dass jetzt so getan wird, als wäre das jetzt eine große Frage der Ehre, den Prinzen der Ironborn aus der Gefangenschaft zu retten. Ja, aber es ist ja nicht so, also sein Vater hat ihn verstoßen. Ich sehe das auch so, also Theon hat schon Grund dafür, dass er so verkorkst ist, wie er ist, aber Yara hat ihn ja nicht verstoßen und dass sie nicht, als er zurückkommt, sagt, hey, klar, nimm dir alles, was du haben willst und nimm mir meinen Platz, sie ist ja auch noch die ältere Schwester. Und offensichtlich eine starke Kriegerin, warum soll sie denn zu ihm sagen, hier, klar, nimm dir alles, was du willst und übrigens kannst du auch noch gerne ein bisschen an mir rumfummeln. Ja. Also, sie kommt ja auch und will ihm helfen, als er da in Winterfell sitzt. Dass er zu blöd ist, um dann mit ihr zu gehen, ist halt auch eine Theon-Problematik. Und ich glaube, dann sind sie erstmal davon ausgegangen, dass er tot wäre. Ja, ich möchte auf gar keinen Fall Theon hier in irgendeiner Form in Schutz nehmen. Und was er getan hat, war wirklich, wirklich dumm. Und ob das jetzt quasi eine gerechte Bestrafung ist für seine Verfehlungen, darüber wollen wir nicht diskutieren. Ich meine nur, also auch sie hat ja dieses passiv-aggressive Spiel der Demütigung mit Theon, hat sie ja liebend gern mitgespielt, als er dann endlich wieder zu Hause im Schoß der Familie war. Aber sie spielt es so viel besser als er. Ja, das stimmt. Ja, ich sehe sie auch nicht ungern. Ich meine nur, weißt du, jetzt auf einmal hier groß zu tönen, wir müssen den Prinzen der Eisengeborenen befreien. Das ist eine große Ehrverletzung, eine große Schmach. Da muss ich mir denken, so, ja, aber also diesen flammenden Appell an die Ehre, das hätte man vielleicht auch vor anderthalb Staffeln bringen können. Dann wäre vielleicht alles ein bisschen anders ausgegangen.
Wie jetzt? Ich verstehe wirklich nicht, was du meinst. Ne, ich also die haben den noch behandelt wie den allerletzten Dreck. Naja. Also, ne, guck dir das ja, bitte nochmal an. Sein Vater hat ihn jetzt nicht gerade nett behandelt. Ach, und sie doch auch. Komm. Ja, aber er hat ja immerhin ein Schiff bekommen und Männer und hat's dann ja auch nicht geschafft, ihnen zu zeigen, dass er was er drauf hat. Er meint, er musste ja unbedingt gleich Winterfell einnehmen, was ja, ich sag ja, eine das richtig war, bekloppte Idee war. Das war dumm, das sie war sehr, kam sehr dumm. Ihm ja zu Hilfe. Also, dass sein Vater, der gute Kraken-Willi, nicht so ein netter Typ ist, okay. Tywin Lannister kriegt aber auch keine Vaterschaftskarte. Das zieht sich einfach so, Vatertagskarte, das zieht sich einfach so durch Westeros durch und es sind trotzdem nicht alle so verkorkst und verhalten sich so doof wie Elon. Und vor anderthalb Staffeln, wie gesagt, sie wussten ja die ganze Zeit nicht, was mit ihm ist. Ich glaube, das haben sie auch wirklich erst rausgefunden, als sie das Paket mit seinem kleinen Theon drin bekommen haben. Und jetzt haben sie sich ja auf den Weg gemacht und wir haben es ja nicht erfahren, ob und wie genau. Oder haben wir es gesehen? Haben wir mal kurz Yara gesehen, wie sie mit ihrem Vater redet und das Paket auspacken? Ja, klar, doch, natürlich. Und er wirft doch dann noch den kleinen Theon, wirft er doch so ins Feuer. Ach ja, stimmt. Und löst sich damit endgültig von seinem... Also jetzt hat er wirklich keinen Sohn mehr. Stimmt, aber sie reitet ja los und kümmert sich um ihn. Und man hat es ja vorher schon gemerkt, sie hängt absolut an ihrem kleinen Bruder auf auch eine gewisse schiefe Art, aber tut sie trotzdem. Und sie hat versucht, ihn zu befreien. Und wie sie ihn zurücklassen muss... Also ich finde, ich konnte sehr nachvollziehen, dass sie am Schluss meint, er ist tot. Weil, seien wir ehrlich, ich glaube, so wirklich gute Psychiater gibt's nicht auf den Iron Islands. Was sollen sie schon tun? Ja, aber... Also sie konnte ihn jetzt auch gar nicht mitnehmen. Er hat sich ja auch... Er hat sich geweigert. Ja, und sie musste ja auch irgendwie ihr eigenes Leben und das ihrer verbliebenen Männer retten. Ich wüsste nicht, wie sie ihn da hätte rausziehen können. Und dass sie glaubt, er ist tot, viel übrig ist von ihm wirklich nicht. Und wie gesagt, ich glaube, in Westeros gibt es nicht so viele Möglichkeiten, jemanden mit so einem schweren Trauma wieder heile zu machen. Nee, und vor allem sie nicht. Sie hat sich jetzt nicht als die Einfühlsamste... Nee. Diese ganze Familie ist jetzt irgendwie psychologisch nicht so wahnsinnig geschult. Aber, also ich meine, da war mir auch nicht ganz klar, wie exakt der Plan aussah. Also jetzt mal unabhängig davon, ob Theon oder Reek mitkommen wollte oder nicht, aber dass sie auf irgendeine Form von Gegenwehr stoßen, das muss sie doch zumindest irgendwie einberechnet haben. Und dafür fand ich, also war sie überraschend schnell dabei, diese ganze Aktion dann wieder abzublasen. Aber sie hätten es ja geschafft. Wenn er mitgekommen wäre, wären sie ja wahrscheinlich rausgekommen. Es hat einfach nur ein bisschen lange gedauert. Ja, möglicherweise. Aber ich meine, hier Ramsay hat den, also er war ja fast ein fairer Sportsmann, weil er sich in aller Ruhe und wirklich nicht sehr gehetzt, wie er erstmal die Hunde rauslässt. Also in den paar Sekunden wäre ich Yara gewesen und einer der Soldaten, ich wäre nach vorne gerannt, hätte ihn angegriffen. Nicht darauf gewartet, bis er in aller Ruhe den Käfig aufmacht, damit er die Hunde rauslassen kann. Fand ich nicht so wahnsinnig smart. Also vielleicht sind die Ironborn, vielleicht sind die echt so gestellt charakterlich, aber ob das jetzt die größten Kämpfernaturen sind, da bin ich mir immer unsicher. Weil also das war so grenzwertig doof, die ganze Aktion. Aber die Ironborn sind die Leute von Yara. Ja, ich weiß. Okay, aber wieso war das... Ey, Ramsay kommt rein, hat nicht mal irgendeine Form von Rüstung, kommt mit nacktem Oberkörper, ist total zerkratzt, hatte gerade Sex. dann gibt's ein großes Handgemenge, ein Gemetzel und dann braucht Ramsay bestimmt, weiß nicht, 10, 15, 20 Sekunden, um Käfig aufzumachen und die Hunde rauszulassen. Also, wäre ich Yara, hätte ich ihn nicht den Käfig aufmachen lassen in 20 Sekunden. Das musst du doch irgendwie ausnutzen. Also, die stehen da und gucken sich an. Warum beugt er sich jetzt runter zum Käfig? Ich verstehe gar nicht, was er da macht. Jetzt macht er den Käfig auf. Könnt ihr euch vorstellen, Jungs, was das bringen soll? Da kommen Hunde. Wurde er nicht vielleicht beschützt von Leuten? Ja, aber ich meine, die waren doch auch Leute. Das meine ich. Also, wie sah denn ihr Plan aus? Sobald irgendwie mehr als drei Leute stehen, dann lassen sie alles stehen und liegen so, ach nee, vielleicht doch eine dumme Idee. Lassen wir das mit Theon. Also, ich habe das anders gesehen. Ich habe da einfach ein chaotisches Handgemenge und einen chaotischen Kampf gesehen. Und er machte ja sogar noch ein Kompliment, dass sie mehr Eier hätte als ihr Bruder. Was jetzt auf jeden Fall zutrifft. ja, auf jeden Fall. Aber wahrscheinlich auch schon vorher zugetroffen hat. Und dann gab es ja noch diese wirklich kranke und verstörende Szene, in der Ramsay dann Reek ein Bad nehmen lässt und ihm erklärt, dass er seine Hilfe braucht. Und ich fand, die war wirklich ziemlich verstörend, weil die... weil die klar gemacht hat, wie... Also das wissen wir jetzt auch schon, aber wie verstört und gebrochen Reek wirklich ist. Und dieses kranke, bizarre Verhältnis von Ramsay, der einfach ein völliger Psychopath ist. Ja. Ja, das hat es echt nochmal bestätigt. Und jetzt soll quasi Theon als Undercover-Agent... Reek als Undercover-Agent eingesetzt werden, indem er so tut, als wäre er Theon. Ja, also aber ich habe gar nicht Undercover, habe ich noch gar nicht verstanden. Er soll auf jeden Fall als Theon mitkommen.
Ja, genau. Aber also das ist ja eindeutig, das soll ja irgendjemand täuschen. Ja. Und also ich bin mir nicht ganz sicher, ist jetzt die Rede von Pike oder von diesem anderen Stützpunkt, den sie haben, hier Maud Caitlin oder wie der heißt? Was auch immer sein Vater in der letzten Woche gesagt hat, dass er einnehmen soll. Ja. Ich glaube, es war Maud. Genau. Caitlin. Caitlin. Ne? Caitlin. Genau. Caitlin. Ja. Ich meine, aber da ist also, kann funktionieren, aber jemand, der emotional so dermaßen angekratzt ist, vielleicht auch schon jenseits von Gut und Böse, ob der das schafft, dann wieder eine Rolle zu spielen? Also ob er wieder so tun kann, als wäre der nicht gebrochene Theon? Also ich glaube, für Ramsay würde Reek auch fünffachen Flickflack machen und anschließend ein Soufflé zubereiten. Ich glaube, der kann eine ganze Menge Dinge, wenn es darum geht, was für Ramsay zu tun. Ja, also ich zweifle nicht daran, dass er das möchte, aber die Frage ist ja, ob er das kann. Naja, ich meine, er muss ja nun mal trotzdem, ich glaube, das Aussehen ist die Hälfte der Sache und wenn sie ihn vernünftig anziehen und kennen, ja, vielleicht, dann ja, und jetzt ist, Chancen. Ja, das mag sein. Und jetzt ist wieder ganz gut, dass er nicht total zerschunden aussieht. Also ich hatte mir das immer ein bisschen krasser vorgestellt, wie Fionn dann zugerichtet ist. Ich meine, also wirklich so äußerlich. Oh, es klingelt bei uns das Telefon, aber es ist egal, das lassen wir uns einfach klingeln. Wer kann das schon sein? Das ist wahrscheinlich die Game of Thrones Polizei, die uns darauf hinweist, was wir alles jetzt schon falsch gesagt haben. Aber da müssen wir jetzt durch. Ja, aber je nachdem, wer gerade anruft, kann das eine ganze Weile klingeln. Soll ich nicht vielleicht doch mal auf Ausdrücken oder den Stecker ziehen oder so? Nee, ich finde, wir lassen uns jetzt einfach klingeln. Na gut. Also wenn es jetzt Game of Thrones wäre, wir würden es gucken, würden wir auch nicht rangehen. Das stimmt. Tatsächlich klingelt unser Festnetz fast nie, deswegen machen wir das auch nicht aus. Okay, wer würde auch das Festnetz ausmachen? Ja. Das ist jetzt ungefähr das eine Mal in der Woche, dass das Festnetz klingelt. Siehst du dann auch schon wieder vorbei? Ja, schön. Hat irgendjemand gespürt, oh, ich glaube, die machen ja das Game of Thrones Recap. Lege ich wieder schnell auf. Genau, ich glaube, wir waren aber sowieso fertig mit diesem, also nicht mit dem Recap, keine Angst, aber ja. mit dieser Szene. Ja, ich denke auch, ja. Was uns zu meinen liebsten Tieren bringt, nämlich den Drachen. Die Drachen kamen mal wieder vor. Endlich. Also zumindest einer von ihnen. Ja. Und in dieser kurzen, aber für mich wie immer herzerwärmenden Szene und auch scharferwärmenden Szene haben die Drachen gezeigt, dass sie offensichtlich tun, wonach ihnen ist. Denn ich glaube nicht, dass Daenerys zu ihnen gesagt hat, oh, Flugstunde, holt euch irgendwas von meinen Weiden. Viel Spaß. Und in der darauf anschließenden Szene erfährt man auch, dass genau das richtig ist, weil dann nämlich der arme Schafhirte kommt und sich beschwert, dass seine Schafe aufgefressen wurden. Ja. Und Daenerys hält gerade Hof oder Gericht oder wie auch immer man das nennt, wenn der König offene Stunde hat. Tag der offenen Tür. Ja. Und ich finde, das hat mal wieder gezeigt, Daenerys ist ja in der Serie älter, als sie es in den Büchern ist. Aber da merkt man sehr in dieser Szene, dass sie in jedem Fall ein Teenager-Mädchen ist. Also auch ein Teenager-Junge würde sich genauso verhalten. Aber sie gibt ja gerne dem Schafshirten das Dreifache, was seine Schafe wert waren und freut sich auch offensichtlich, dass sie ihm jetzt was Gutes tun kann. Aber als dann, wie heißt er nochmal, Herzog Solorak? Herder? Ey, der Name ist einmal gefallen. Solorak ist auf jeden Fall sein Nachname. Lokwa oder Locker oder wie sowas? Egal. Ich weiß wirklich nicht mehr. Ja, Solorak. Solorak. Ist auf jeden Fall sein Nachname. Als der dann reinkommt und meint, er würde gerne seinen Vater anständig begraben, weil er zu den Leuten gehört, die immer noch gekreuzigt da rumhängen, da fällt es ihr doch deutlich schwerer, sich freundlich zu zeigen und vielleicht auch mal ihre eigenen Entscheidungen in Frage zu stellen. Ganz im Gegenteil, sie zeigt, dass sie überhaupt nicht gerne ihre eigenen Entscheidungen in Frage stellt, was ich sehr, sehr teenagerhaft finde. Und das auch mal wieder gezeigt hat, dass ihr vielleicht das Regieren auch nicht unbedingt nur leicht fällt. Naja, vor allem, also Daenerys war für mich, in dieser Szene war sie in einer Position, wo sie nicht mehr gewinnen konnte. Als dieser Typ quasi mit dem Anliegen kam, dass er seinen Vater beerdigen kann. Egal welche Antwort sie darauf gibt, aber sie zeigt auf jeden Fall Schwäche. Wenn sie sich nämlich weiterhin hart verhält und an ihrem Urteil nicht mehr gerüttelt werden kann, verspielt sie sich ganz schnell wieder diese ganze Sympathie und das Wohlwollen, mit dem sie da erstmal überhaupt in den Krieg gezogen ist, um den ganzen Sklaven zu befreien. Und jetzt dadurch, dass sie ihm quasi die Gunst erwiesen hat, das zu tun, hat sie ja de facto eine Ausnahme für diesen einen Typen gemacht. Und jetzt kommt der Nächste, der sagt, ja, mein Vater war aber auch dagegen, gegen diese Kreuzigung. Das war eigentlich auch ein aufrechter Typ. Also wenn du einen das quasi durchgehen lässt oder das erlaubst, dann in der Theorie, dann sind ja quasi alle Dämme gebrochen. Da kann ja Hans und Franz mit einer ähnlichen
mit einem ähnlichen Anliegen ankommen. Und das muss sie dann eigentlich genauso, muss sie ihnen dann genauso erlauben, dem Nächsten und dem Übernächsten und dem Überübernächsten. Also hier hat Daenerys auf jeden Fall gepatzt. Also die kreuzigen zu lassen, das war von vornherein nicht so klug. Und ich finde es ganz schön, dass man jetzt in der Tat die Konsequenzen davon sieht. Also auch wenn es noch nichts wirklich Dramatisches und Akutes ist. Aber naja, dadurch, dass sie auf jeden Fall sich in irgendeine Richtung bewegen muss, die nur falsch sein kann, finde ich es ganz schön gezeigt, dass sich das Regieren echt ein bisschen zu einfach vorgestellt hat. Ja, ich finde auch die Idee, die nicht abhängen und beerdigen zu lassen oder begraben oder was sie dort auch tun, finde ich keine sehr gute Idee. Und zwar auch schon aus dem puren unsere Stadt soll schöner werden Aspekt. Finde ich, ist es keine gute Idee, 163 Leute da an irgendeinem Kreuz vergammeln zu lassen, mal von ethischen Fragen ganz abgesehen. Ja. Also sie hat ja auch die Kinder irgendwann abgenommen und begraben. Und natürlich war das nicht richtig, aber wie du schon gesagt hast, war die Kreuzigung von vornherein diskutabel. Und sie dann nicht mal von ihren Familien irgendwann abhängen zu lassen, umso mehr. Hieß das so, Lorak heißt er, glaube ich. In jedem Fall ist das eine Figur, die sie ein bisschen verändern, wenn ich das richtig wahrnehme aus den Büchern raus. Also in den Büchern ist sie ein bisschen anders. Und das ist eine Änderung, die mir bislang ziemlich gut gefällt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, die ihr die Bücher gelesen habt. Ich fand, das war gerade sehr viel interessanter, als es in den Büchern war, sein Auftreten. Ich finde es manchmal sogar ein bisschen, also er ist sympathischer als in den Büchern. Und ich persönlich finde es ganz gut. Ja, wird man sehen, was da noch kommt. Auf jeden Fall hat sich in dieser Szene für mich wieder die Selbstherrlichkeit und auch die Arroganz von Daenerys gezeigt. Also das schimmerte ja immer wieder mal durch. Und jetzt ist es eigentlich nicht mehr zu verleugnen. Auch überhaupt, also es ist so ein Detail, was aber überhaupt nicht sonderlich banal ist, dass der Drache überhaupt da erstmal frei rumfliegen konnte, um da ein Schaf zu reißen. Beim nächsten Mal ist es vielleicht nicht das Schaf, sondern das Hirtenkind, was auf die Schafe aufpasst. Oder 10 Schafe oder mehrere Kühe oder eine ganze Großfamilie. Also auch hier, das wissen wir ja eigentlich auch schon. Und so hat sich's nochmal gezeigt, sie hat ihre Drachen einfach nicht unter Kontrolle. Und dass sie offenbar nicht mal einen Gedanken daran verschwendet, dass da gerade wilde, monströse Biester heranwachsen, die vielleicht nicht mal ihre eigene Mutter irgendwie wird zähmen können auf Dauer. Das finde ich schon ja, fragwürdig. Also vielleicht zeigt sich da ihr geringes Alter, vielleicht ist es wirklich nur diese Selbstherrlichkeit und Arroganz, die sie hat, oder eine Mischung aus beidem, aber sie sollte doch langsam ein bisschen umsichtiger zu Werke gehen. Und ich meine, wir haben es beim letzten Mal auch gesagt, sie hat ja exorbitant viele Berater. Also zwei gestandene Kriegersburschen, die viel Erfahrung auf dem Schlachtfeld haben und vielleicht auch in Diplomatie, wie Sir Mormont. Also dafür patzt sie dann doch ziemlich oft, was man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so realisiert, aber die Konsequenzen, wie immer bei Game of Thrones, sind dann in den Wochen und Monaten und vielleicht sogar Jahren darauf erst spürbar. Und das finde ich auch wieder ganz schön. Vor allem mittlerweile, also der Drache ist ja jetzt, der, den wir gesehen haben, schon ordentlich groß. Ja. Ist es ein bisschen spät, mit so Übungen wie Stöckchen holen anzufangen? Ja, abrichten. Hätte man vielleicht früher anfangen sollen. Und sie hat es ja gemacht, ja gesehen, als sie klein waren, da hat sie ja mit ihrem schönen Dracarys geübt. Also Feuerspucken. Ja. Vielleicht wäre das sinnvoll gewesen, auch mal so Befehle wie Sitz, Platz mit ins Repertoire aufzunehmen. Flieg nicht davon, bleib hier. Aber süß, wie als der Drachen noch klein war, da haben sie ja so kleine Hühnchenstücke genommen. Und die Drachen haben die dann quasi auf offener Flamme geröstet und dann die Stücke so verschlungen. Und dass sie es jetzt mittlerweile mit ganzen ausgewachsenen Schafen machen. Also das arme Schaf, aber ich musste fast ein bisschen lachen, wie dieses blöbende, brennende Schaf da in den Klauen des Drachen. Also war, ja, für Schaf nicht so lustig, aber ich fand es eigentlich... Da sah es auch wieder cool aus. Übrigens, ja, das war geiles Stelle, CGI. Genau, das wollte ich nämlich sagen. Also im Vergleich, das CGI war super. Da ist es mir nämlich überhaupt nicht aufgefallen. Und mir ist es zerstört natürlich keine Illusion, wenn man es mal kurz sieht, aber in dem Fall sah es einfach geil aus. Und da dachte ich nicht, oh, Achtung, CGI-Drache, sondern dachte nur, hey, Drache! Hey. Das war auch ein cooler Auftritt, wieder auf einmal dann so ja, das sah von sehr unten schön aus. Ins Bild flog. Das war schon ganz geil, ja. Ja, also noch nicht der befürchtete oder vielleicht von einigen erhoffte Niedergang von Daenerys, aber ich bin immer noch der Meinung, die Anzeichen mehren sich, dass sie strauchelt. Ich glaube, ihr Straucheln hat bereits begonnen und ihr selber ist es noch nicht klar. Ja, und damit kommen wir, apropos Straucheln, hier regnet es Überleitung, kommen wir
Kommen wir zum grandiosen Finale, nämlich der Verhandlung von Tyrion. Ja. Schön war das. Also erstens, was für eine großartige Szene führt Peter Dinklage. Ich spring mal ganz kurz direkt zum Schluss und seiner "Ich hätte euch alle sterben lassen" Rede. Und dazu auch noch Tywin. Also da Charles Dance und Peter Dinklage hatten da wirklich eine fantastische Szene zusammen. Und sie könnten auch gerne dieses Combat, das jetzt Tyrion am Ende eingefordert hat, das können sie auch gerne als Rededuell in der nächsten Folge machen. Würde ich mir genauso angucken wie mit Schwertern. Das wäre bei den beiden nämlich ebenso spannend, wie wenn sich andere mit Schwertern duellieren. Wenn die beiden einfach nur ein Wortgefecht austauschen. Hier wird sich auch das Beleidigungsfechten erst recht anbieten. Also zwischen Jaime und Bronn war ja schon ganz cool. Aber sowohl Tywin als auch Tyrion sind ja sehr gewandt mit der Zunge und sind ja sehr, sehr wache Geister. Und ich glaube, das könnte in der Tat sehr spannend sein. Übrigens an dieser Stelle vielen Dank für die Verwirklichung unseres Wunsches nach Beleidigungsfechten. Stimmt. Mit Bronn und Jaime. Haben wir gesehen, haben wir bewundert und uns sehr drüber gefreut. Ja, waren ein paar Lacher dabei. Ja, du hattest natürlich ganz recht mit deiner Vermutung, dass das nicht das Letzte war, was wir von Shay gesehen haben. Ja. Sie ist wieder da. Ja, und wie sie wieder da ist, Schlampe. Ja. Ja, für mich war es nicht so überraschend, deswegen solltest du vielleicht lieber darüber reden. Also die Fragen sind ja noch nicht beantwortet, wie sie wiedergekommen ist, beziehungsweise ob sie überhaupt jemals wirklich weg war. Wer das letztendlich dann wirklich veranlasst hat, also was Tywin, was Cersei, keine Ahnung, irgendwie muss das ja zustande gekommen sein. Und also ich habe mich auch die ersten paar Minuten gefragt, ob das jetzt irgendeine Form von Charade ist, die Shay hier auffährt und am Ende noch ein großer Twist kommt, der Tyrion entlastet. Also wenn man mal so, Gerichtsszenen in Filmen hat oder so, das ist ja eine gern genommene Taktik, erst jemand schlecht dastehen zu lassen, um dann am Ende das Blatt so zu wenden, dass der große Twist dann quasi am Ende kommt. Also erst jemanden quasi menschlich und angreifbar machen und dann zu sagen, ja, aber trotz all dieser Fehler ist er kein Mörder. So, oh. Ja, aber Shay scheint ja wirklich, wenn das nicht ein Schauspiel war, scheint er echt von Hass und Bitterkeit zerfressen. Also sie gibt da die verstoßene, zurückgewiesene Geliebte, / Hure, gibt sie da sehr gut. Ja, und ich habe mich ja mehrfach darüber ausgelassen. Mir gefällt nicht, was sie in der Serie mit Shay gemacht haben. Ich finde die Buch-Shay sehr viel überzeugender. Und jetzt, wo der Verrat passiert ist, das war natürlich das, worauf es die ganze Zeit hinlief. Und worüber ich mich aufgeregt habe, weil ich meinte, dass irgendwann was passiert und dass ich mir diese Entwicklung gerade nicht vorstellen kann. Und ich finde nicht, dass sie es überzeugend gemacht haben, weil die Shay in der Serie sehr viel verliebter noch in Tyrion wirkt. Und offensichtlich ihre Motivation, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt wirklich die Zurückweisung durch ihn ist. Und diese Szene, in der er sie wegschickt und dann auch Hure nennt und sowas. Und ich finde es nicht überzeugend, weil Shay erst so als clevere und berechnende Hure dargestellt haben. Dann dieser Wechsel kam zu, sie liebt Tyrion über alles und sie dann über die letzte Staffel hinweg immer dümmer wurde. Also wirklich, als würde sie pro Folge ein paar Gehirnzellen verlieren. Und dass sie jetzt dann nicht erkannt hat, dass er sie nur deshalb wegschickt, um sie zu schützen, finde ich nicht überzeugend. Also mir wäre es lieber, sie hätte ihn aus Gier oder Berechnung verraten, als ernsthaft aus enttäuschter Liebe. Das finde ich nämlich nicht sehr überzeugend. Ja, vor allem, also ich hätte es dann überzeugend gefunden, wenn Tyrion sie wirklich in irgendeiner Form verletzt hätte, aber also darüber haben wir uns ja auch schon wirklich ausgelassen, als wir es gesehen haben in den Folgen. Aber naja, wie du schon gesagt hast, also dass die gerissene, so lebensgewandte Shay eigentlich, die sich irgendwie immer so durchs Leben geschlängelt hat und der man nicht so leicht die Butter vom Brot nehmen kann. Ja, also dass sie fast so wirkt wie Sansa, als sie nach King's Landing kommt, nämlich ach, ist doch alles wunderbar hier und ich sehe die Gefahr gar nicht und ich weiß überhaupt nicht, woher dieser schlechte Ruf kommt. Also das finde ich auch im Nachhinein, ja, wie du, nicht überzeugend. Das schmälert den Charakter und also mir persönlich nimmt es diesen ganzen Storybogen von Shay bis hin jetzt zu ihrem Verrat, nimmt es auch so ein bisschen an Wucht. Also ich finde den eigentlichen Verrat, das finde ich cool, das habe ich auch in der Form nicht absehen können, aber ja, wie du gesagt hast, so der Grund für den Verrat, das finde ich ein bisschen sehr zurechtgebogen. Das finde ich nicht sonderlich überzeugend. Und ich finde es echt schade. Ich habe da irgendwie auf noch was,
Cleveres gehofft oder dass es vielleicht doch einen doppelten Boden hat, den wir alle gar nicht erkennen sollten, so quasi so ein Trick 17 und sowas, aber ja, dass sie sich wirklich jetzt mit gebrochenem Herzen als zurückgewiesene Hure sieht und aus Bitterkeit und Rache jetzt ihrer großen Liebe in den Rücken fällt, wegen so einem Quatsch, finde ich ein bisschen albern. Also ich fand auf jeden Fall, von diesem Gemecker abgesehen, fand ich das eine sehr starke Szene, vor allem, weil ich glaube, alle Zuschauer am liebsten für Tyrion in die Verteidigung gesprungen wären. Das Fiese an der Szene ist ja, dass er tatsächlich all das gesagt hat, was ihm vorgeworfen wird. Und das macht die Szene in meinen Augen auch so brillant, und diese ganze Verhandlung. Weil er hat seinem Neffen mit dem Tod gedroht und er hat diese Dinge zu Cersei gesagt und wirklich all diese Dinge sind da und er hat auch Joffrey zu verschiedenen Gelegenheiten geschlagen. Ja. Aber er hatte ja für alles einen guten Grund und ich glaube, wir alle hätten ihn gerne höchstpersönlich selbst verteidigt und erklärt, warum er das gesagt hat und warum es ganz anders gemeint war und jetzt völlig aus dem Zusammenhang gerissen ist. Ja. Und dass man das eben nicht kann und wir alle, glaube ich, in der gleichen Position waren wie Tyrion, nämlich sich auf die Zunge beißen und weiter zuhören zu müssen, hat die Szene so fies gemacht. Also zumindest für mich. Und das ist auch wieder so diese typische Game of Thrones-mäßige Grausamkeit, dass nämlich die einzige und stärkste Waffe, die Tyrion je hatte, nämlich sein Intellekt und sein Witz und seine Sprachgewandtheit, also rhetorisch und intellektuell ist er den allermeisten Gesprächspartnern, die er so hatte, immer überlegen gewesen. Und dass genau das jetzt quasi sein Niedergang sein wird, oder vermeintlich erstmal sein wird, das ist natürlich besonders bitter. Und in dieser Szene habe ich festgestellt, dass Oberyn gerade mit meine liebste Figur ist. Ich mag das wahnsinnig gerne, wie er sich in seinem Sitz lümmelt und sich alles, der schafft es, die ganze Zeit so eine arrogante Amüsiertheit auszustrahlen. So wäre ich gerne. Ich fände es auch cool, wenn ich die ganze Zeit so leicht arrogant irgendwo drin liegen könnte und gelegentlich so spitzfindige Kommentare gerne mit sexueller Konnotation aus dem Hintergrund in den Raum schießen könnte. Ja, und auf jeden Fall, du musst gleich von Anfang an klar machen, dass dir alles definitiv zu früh ist. Ja! Jedes Meeting, ey, muss es beim nächsten Mal auch wieder so früh sein? Ja. War eine lange Nacht. Stimmt, das hätte ich fast vergessen. Das war super. Bin spät ins Bett gekommen. Ja, natürlich. Können wir uns nächstes Mal später treffen. Natürlich. Ich fand auch, wurde Oberyn erwähnt, ich fand auch seine Szene mit Varys. Ja, sehr cool. Auf die wollte ich auch unbedingt noch zu sprechen kommen. Die war auch sehr, sehr wichtig. Zum einen, weil Varys hat ja sich gerade eigentlich selber widersprochen, ne? Zumindest ist mir das so aufgefallen, weil er ja in der letzten Staffel gesagt hat, er wäre einer der wenigen, die nicht auf den Eisernen Thron wollen. Und man kann ja seine Kopfbewegung Richtung Eiserner Thron durchaus mehrdeutig deuten. Also vielleicht will er ihn ja auch nur schützen. Er hat ja auch gesagt, es geht eben darum, das Reich zu schützen. Aber man kann seine Kopfbewegung durchaus auch so deuten, dass er doch gerne auf den Eisernen Thron möchte. Und also ja, ich glaube, das ist natürlich eindeutig gewollt von den Machern. Also dass jeder wie erstmal erschrocken inhält, er will auch auf den Thron. Aber also ich persönlich, ich glaube nicht, dass er wirklich Herrscher werden will. Also zum einen, ich fand dieses eine, ja, Geständnis muss man es fast nennen. Ich weiß gar nicht, wem gegenüber er das gegeben hat. War es Tyrion oder war das schon Ned Stark, als nämlich Varys gesagt hat, er dient nur der Krone, also nur dem Reich. Das ist es, was ihn wirklich antreibt. Der will das Reich zusammenhalten. Ich bin nicht sicher, ob er das nicht mehrfach gesagt hat, aber ich habe gerade seine Unterhaltung mit Littlefinger im Kopf. Ach so, siehst du, ich dachte, also ich glaube, es war sogar Ned Stark, ganz in der ersten Staffel noch. Ja, da sagt er das auch. Ja, und also ich fand das relativ überzeugend und also ich kaufe ihm ab, dass er wirklich mehr versucht, das Reich zusammenzuhalten und das ist halt versinnbildlicht durch den Eisernen Thron. Und deswegen, also ich tendiere mehr dazu, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich damit richtig liege, wie ich ja so selten richtig liege, aber also ich interpretiere das mehr so, dass er den Eisernen, den Thron an sich schützen will, aber nicht unbedingt persönlich selber draufsitzen. Also er wirkte auf mich, auch in diesen ganzen kleinen Wortgefechten mit Littlefinger, er wirkte auf mich mehr wie jemand, der es so ein bisschen sportlich begreift und aus Prinzip jemand wie Littlefinger nicht gewinnen lassen will, aber nicht unbedingt, dass er selber unbedingt König werden will. Also Littlefinger, den schätze ich da weitaus machtgeiler ein. Ich glaube, Varys spielt einfach nur dieses Spiel gerne. Also ich glaube nicht, dass er es unbedingt gerne spielt, aber das ist halt, was er hat.
Also, ja, was hat er denn sonst in seinem Leben? Und er hat ja jetzt gerade auch nochmal erklärt, dass er so Begierden im klassischen Sinn nicht unbedingt kennt und hat. Wobei, als ihn Oberyn gefragt hat, ob er denn früher auf Jungs gestanden hätte, ich habe mich gefragt, war er denn nicht noch ein Kind? Also als er zum Eunuchen gemacht wurde? Ja. Das hat er doch in der letzten Staffel erzählt. Also, und ich habe mir jetzt mit Kind sowas wie 7, 8 vorgestellt. Also, dass er quasi... 10. Ja, ich dachte, das wäre ihm quasi passiert, bevor er überhaupt irgendwelche Begierden irgendeiner Art entwickelt hätte. Ja, so gesehen ist es ja dann noch nicht gelungen. Nö, ist es auch nicht. Aber bei ihm klang es so, als wäre er schon immer so gewesen. Und ich dachte, er wäre quasi erst so geworden durch das, was ihm angetan wurde. Also genau so habe ich es aber auch verstanden. Okay. Also ich finde, da deutete jetzt nicht unbedingt irgendwas darauf hin, dass wer ihm dieses Schicksal nicht widerfahren, dass er irgendwie sich anders entwickelt hätte als alle anderen jungen Menschen. Okay. Also ich habe das auch so verstanden, dass die Kastration ihn quasi zu dem gemacht hat, was er ist. Und er ist ja auch ganz froh darüber, dass er diese Begierden nicht hat und kann sich deswegen auf das Wesentliche konzentrieren. Ja, und wie gesagt, ich glaube, das ist für ihn der Zusammenhalt des Reiches. Und möglicherweise verrät er deswegen auch Tyrion, weil er erkennt, dass Tyrion auf verlorenen Posten kämpft und dass die Wahrung des Reiches über allem steht und das ist größer und wichtiger als das Leben selbst von Tyrion Lannister, den er ja, glaube ich, durchaus schätzt und respektiert und, glaube ich, auch sehr früh erkannt hat, dass es ein guter und weiser und gerechter König gewesen wäre das Schicksal vielleicht irgendwie anders mit ihm umgesprungen. Er hat auch nicht versucht, Ned Stark zu retten. Nee, das stimmt. Nein. Genau, das meine ich. Er rettet nicht die Leute, er rettet den Thron. Er rettet das Reich. Und deswegen, ja, so doof ist das, aber ich glaube, deswegen ist dieser Verrat nicht persönlich gemeint. Anders als bei Shay, da ist es sehr persönlich gemeint. Ja, das ist es. Ja. Ja, und das war im Prinzip auch schon wieder die Folge, die mir auch zusammenfassend sehr, sehr gut gefallen hat. Über das angekündigte und von Tyrion geforderte Trial by Combat kann ich zumindest noch nicht reden. Du kannst gerne ein bisschen spekulieren. Nee, also eigentlich habe ich erstmal nur eine Frage. Funktioniert es wie auf der... Die sollst du mir bitte nicht beantworten. Das war jetzt eine rhetorische Frage, auf die ich bitte keine Antwort haben möchte. Funktioniert es wie auf der Eerie, dass er jemanden bestimmen kann? Oder sind die Regeln in King's Landing jetzt nochmal anders? Dass quasi... Also das Ende konnte ja auch fast implizieren, dass er jetzt gegen seinen eigenen Vater antritt, wie die sich beide so angucken. Also, vielleicht ist das auch eine dumme Frage, aber... Nein, das ist eine sehr clevere Frage. Mir ist es wirklich nicht klar, also ich gehe nicht davon aus, dass die Regeln in der Eerie, die ja völlig woanders liegt und eigene Sittengebräuche hat, ich gehe nicht davon aus, dass es exakt so ablaufen muss, wie es auch in der Hauptstadt abläuft. Deswegen, bin ich da echt mal gespannt. Und also generell alles... Was zu diesem Ausbruch hinführte und der eigentliche Ausbruch von ihm selbst, das fand ich richtig geil. Also da muss ich sagen, da hatte ich echt ein bisschen Gänsehaut, wie viel Verachtung und Bitterkeit und Hass Tyrion da zeigen konnte, nachdem er seit einiger Zeit ein bisschen sehr brav wirkte und vor allem letzte Woche war er gar nicht da. Da hatten wir eine der ganz wenigen Folgen mal ohne Peter Dinklage. Ja, ich meine, der ist nun auch schon seit ein paar Folgen zur Untätigkeit verdammt. Ja. Und und auch in der letzten Season, also das ist ja, was wir und auch gerade du mehr als einmal so ein bisschen kritisch gesehen haben, dass er fast ein bisschen zu langweilig jetzt gut gezeichnet wurde seit einiger Zeit. Und dass er jetzt doch echt diesen Groll und die Verbitterung und den Hass mal rauslässt und sagt, ey, ich wünschte, ich hätte den König getötet, ich wünschte, ich hätte genug Gift, um euch alle zu töten, ihr undankbares Dreckspack. Das fand ich geil. Das hat dem Charakter die Schärfe gegeben, die ich ein bisschen vermisst habe seit einiger Zeit. Und es war einfach geil gespielt. Also, holy shit, ey, das war wirklich, ich hatte echt Gänsehaut. Ich so, Alter, krass. Ich hoffe nur wirklich, dass sie nächste Woche dort bitte auch direkt weitermachen, weil... Ich habe wirklich Angst, dass sie jetzt in der nächsten Folge gar nicht mit dieser Storyline weitermachen und irgendwas anderes tun. Das würde mir gar nicht gefallen. Ich möchte nächste Woche bitte, und ich beantworte natürlich die Frage nicht, ob er persönlich kämpft oder ob es abläuft wie in der Eerie. Aber ich möchte bitte, bitte, bitte gerne nächste Woche Combat sehen. Oh, richtig fies. Oh, Entschuldigung, aber ich muss jetzt gerade nochmal drüber nachdenken. Richtig fies wäre es ja auch, wenn er wirklich jemanden bestimmen könnte und er nimmt dann seinen Bruder. Wie er es in der Eerie schon tun wollte. Wie er es in der Eerie schon tun wollte, genau. Das wäre natürlich, es wird so gut zu Game of Thrones passen. Das wäre richtig hart. Und dann ist wieder die Frage, ob Jaime das dann annimmt oder nicht.
Also es ist irgendwie eine Lose-Lose-Situation, egal was passiert, aber irgendjemand verliert definitiv. Und zwar, ich glaube, alles. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber geil, genau. Das sind so die Momente, und das ist, ich finde, die ganze Folge ist wieder ein schönes Beispiel dafür, dass es eben nicht immer literweise Blut geben muss und wichtige Charaktere, die im Sekundentakt sterben, damit man eine Folge echt richtig gut und mitreißend und emotional wieder total packend finden kann. Und das war ein hervorragendes Beispiel dafür. Ja, auf jeden Fall. Also bis auf dieses kleine Scharmützel da mit hier Arya, nein, wie heißt sie? Arya? Yara. Yara. Ja, gab's ja gewalttechnisch nicht so wahnsinnig viel für unsere Splatter-Freunde in dieser Woche. Aber trotzdem, auf jeden Fall eine geile Folge. Daran liegt's also nicht, wenn wir mal eine Folge nicht so spannend finden. Nö, auf gar keinen Fall. Das war eine tolle Folge. Ja. Und ich habe noch eine kleine Anmerkung. Oh. Und zwar, sollte es jemals passieren, dass in den Kommentaren nicht darauf aufmerksam gemacht wird, dass die Bücher in der falschen Reihenfolge sind, bringe ich sie vielleicht in die richtige Reihenfolge. Bis dahin ordnen wir sie jede Woche wieder neu an. Ich hätte es gar nicht verraten. Ich wollte eigentlich mal testen, wie lange es dauert, bis irgendjemand dahinter kommt, dass wir das vielleicht einfach absichtlich machen. Also nichts gegen Vertrauen in die Zuschauer. Aber es hat alles einen tieferen Sinn. Ich glaube auch tatsächlich, manche Leute glauben, ich würde wirklich denken, dass man Schach quasi spielt, wie die Figuren gerade aufs Brett fallen. Es könnte vielleicht ein spannenderes Spiel geben. Einfach mal machen, was man möchte. Ja, auch so. Das wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel. So. Ja, also wir halten uns da alle... Das ist so ein Konzentrationsspiel dann. Da muss man sich noch konzentrieren. Das ist Schach für Fortgeschrittene quasi. Ja, wir halten uns auf jeden Fall alle Freiheiten offen. In der Auswahl, wie wir die Bücher hinstellen, als auch des Schachbrettes. Genau, und in der Gestaltung der nächsten Woche. Bis es... Boah, ihr knallt gerade so der Masti von rein. Ja, genau. Bevor wir schmelzen, wird es Zeit, Schluss zu machen. Definitiv. Das war unser Recap zu The Laws of God and Man. Eine Folge, die uns wieder hervorragend gefallen hat. Wie immer hätten wir gern eure Meinung bei uns im Forum, in einem der beiden Foren, oder bei YouTube unter dem eigentlichen Video. Was hat euch an der Folge gefallen oder was hat euch auch vielleicht nicht gefallen? Da gibt's ja immer... Also ich bin echt immer wieder überrascht, wie sehr die Meinungen auseinandergehen. Weil, also bei den letzten beiden, da waren wir fast in der Minderheit. Also immer, wenn wir sagen, war so eine semi-gute Folge, so 100 Kommentare, die ich mir angucke, immer sofort, ey, fand ich für richtig geil, voll cool und andersrum genauso. Aber die letzte Folge hat mir gefallen. Die hat auch wieder vielen gefallen. Bei der vierten war es... Ja, so durchwachsen so, ne? Ja. Ja, ich meine, also ich bin echt immer sehr gespannt, wie mir Meldungen von Leuten durchzulesen, die das dann völlig anders realisiert haben. Das gibt immer so sehr schöne Diskussion und Gespräche. Das war The Laws of God and Man. Bis zum nächsten Mal von den Game of Thrones Super-Experten, die niemals irgendwas durcheinander bringen und jeden Namen immer parat haben. Eure sexy Cripples. Bis dann.